Hallo Klickenabendler, wir sind in Essen und neben mir ist der Anselm. Hallo Anselm. Hi. Du hast einen neuen Verlag gegründet. Ich habe einen neuen Verlag gegründet dieses Jahr, der heißt der APAS Spiele Verlag. Sozusagen Fifikus gibt es ja nicht mehr. Genau. Wie kommt der Name APAS zustande? Eigentlich ganz einfach. Ich habe mit Anja und Philipp zusammen, zwei Freunden von mir, den Verlag gegründet. Anja, Philipp, Anselm, APAS Spiele Verlag. Okay. Und ihr startet dieses Jahr mit einer Neuheit, Wulong. Um was geht's da? Wulong ist eigentlich ein ganz einfaches Würfelspiel. Das basiert ein bisschen auf 10.000, das Würfelprinzip. Aber jetzt kommt was Gutes dazu, nämlich die anderen Spieler wetten auf das Ergebnis des würfelnden Spielers und damit wird es eigentlich zu so einem Zock- und Bluff-Spiel hauptsächlich. Das heißt, es kriegt auch deutlich mehr Interaktion als das normale 10.000. Genau, beim normalen 10.000 wartest du ja nur elendig lang, bis du dran bist. Es gibt eigentlich kaum Interaktion, vielleicht fieberst du ein bisschen mit. Hier sind immer alle gleichzeitig dran und jeder ist am Zug beteiligt. Einer würfelt, alle anderen setzen auf das Ergebnis. Der Illustrator kommt mir auch wie ein bisschen bekannt vor. Sieht so ein bisschen aus wie damals bei Friedemann. Das könnte sein. Ich glaube, es ist Maurer, wenn ich mich recht erinnere, gewesen. Maurer Kluski. Der ist ja bekannt, genau. Genau. Okay, Spielmaterial liegt hier offen aus. Dann erklären Sie mal kurz die Regeln des Spiels. Gut, gerne. Ich erkläre als erstes mal für alle, die es nicht wissen, wie das Würfeln, was so ähnlich ist wie bei 10.000, funktioniert. Also ein Spieler würfelt und zwar mit allen 5 Würfeln. Und dann schaut er sich sein Ergebnis an. Nur die Drachen und die Tiger zählen erstmal Punkte. Das ist ein Drache. Drache zählt 1.000. Ein Tiger wäre hier, würde 500 zählen. Dann muss ich mindestens einen Würfel rauslegen, der Punkte zählt. In dem Fall würde ich mal beide Drachen rauslegen. Die normalen Augenwürfel zählen erstmal nichts, außer man würfelt in einem Wurf eine Kombination. Zum Beispiel einen Drilling oder 4 gleiche, aber die muss man wirklich in einem Wurf würfeln, dann bringen sie relativ viele Punkte. Aber einzelne oder ein normaler Pasch bringen gar nichts. Deswegen lege ich mal die zwei raus. Dann kann ich mich entscheiden, höre ich auf, hol mir das Geld aus der Bank, also lass mir das Geld ausbezahlen, oder würfel ich weiter und versuche noch ein bisschen mehr zu kriegen. Ich mache hier natürlich weiter, da sind die Chancen noch recht gut. Und schau mal, was da noch kommt. 2 Tiger, ja, es ist nicht so wahnsinnig gut, aber immerhin 3.000. Und jetzt könnte ich auch aufhören. Also ich könnte auch nur einen Tiger rauslegen, aber ich lege trotzdem mal beide raus. Höre ich jetzt auf oder mache ich weiter? Ich bin natürlich ein Zocker, also geht's klar noch mal ein bisschen weiter. Wenn ich einen Fehlwurf allerdings mache, sind alle Punkte weg. Das heißt, aber du brauchst jetzt keine Zahl. In dem Fall muss es ein Drache oder ein Tiger sein, weil ich kann ja keine Kombination mehr würfeln im Nachhinein. Ja? So. Ah, perfekt. Bei mir klappt das natürlich, hat heute fast jedes Mal geklappt. Jetzt werden alle 5 Würfel gewertet, dann dürfte ich sogar noch mal weiter würfeln und zwar wieder mit allen 5 Würfeln. Da bin ich nicht vergesse, wie viele Punkte das sind, nämlich 1.000, 2.000, 3.000, 500. Lege ich mir die mal kurz hin, die sind aber noch nicht sicher. Ich kann immer noch einen Fehlwurf machen, dann ist wieder alles weg. Ich würde das vielleicht noch einmal weitermachen und fast eine Straße. Leider, wenn es jetzt eine 5 gewesen wäre, dann wäre es eine Straße, ist es aber nicht. Ich höre jetzt einfach mal auf, weil wir wollen ja nicht die ganze Zeit nur das Würfeln anschauen. Wenn ich also aufhöre rechtzeitig, dann kriege ich die Punkte bezahlt. Wenn ich allerdings einen Fehlwurf würfel, das hieß, ich würfel was und kann keinen Würfel rauslegen, dann sind alle bis dahin gesammelten Punkte weg. So. Soweit das 10.000 Grundregel. Genau, das ist im Prinzip das Gleiche. So, jetzt das Würfeln funktioniert so, dass ich natürlich nicht aufdecke, sondern nur einen Blick kurz drunter werfe. Und jetzt kommen die anderen Spieler ins Spiel. Die haben 4 verschiedene Setzkarten. Und die versuchen jetzt, meine Reaktion ein bisschen einzuschätzen. Habe ich mich jetzt irgendwie gefreut oder geärgert oder versucht, gar nichts zu machen oder doch mit dem Ohr gezuckt. Gleichzeitig kombinieren die das jetzt mit dem, was sie über mich wissen. Bin ich so ein Zocker, der immer bis zum Letzten geht und sein Glück herausfordert? Oder bin ich eher einer, der so sicher spielt und mit wenig zufrieden ist? Und danach wählen die jetzt ihre Setzkarte aus, denn sie können nicht auf diesen Wurf setzen, sondern die müssen auf mein Endergebnis setzen, was ich am Schluss von meinem Würfeln haben werde. Da gibt es einmal den Fehlwurf, also Zero, Rache des Tigers, ist die Karte. Das heißt, oben steht immer das Würfelergebnis, Fehlwurf, also der würfelnde Spieler endet mit dem Fehlwurf und dann sind drunter die Gewinnquoten, die man erhält, 1:1. Eine Karte, die häufig vorkommt. Die zweite Karte, die auch häufig vorkommt, ist der Tanz des Kranich, also mit dem Kranich drauf. Das ist sowas, so ein Betrag zwischen 500 und 5.000, also was häufig vorkommt, wenn einer so sicher spielt und jetzt nichts Gutes hat. Auch nur 1:1. Und dann kommen die beiden Karten, die eher seltener dran kommen, weil man dazu wirklich gute Kombinationen würfeln muss oder halt so einen Lauf hat. Das ist die 5.500 bis 10.000. Da sind dann die Gewinnquoten auch schon gleich besser. Oder die über 10.000. Die
schon selten vorkommt, dann muss man schon wirklich einen guten Riecher dafür haben, dass man sie richtig gesetzt hat. Dann kriegt man aber auch eine gute Quote. Eine von diesen Karten wählt man jetzt also aus und legt sie verdeckt vor sich ab und platziert dann eine beliebige Anzahl von Chips auf der Karte und wettet damit auf das Endergebnis. Wenn das alle getan haben, dann wird der Wurf aufgedeckt. Der Spieler legt die Würfel raus und entscheidet, hört er auf, holt sich das Geld oder macht er weiter. In dem Fall macht er vielleicht weiter, würfelt wieder, schaut wieder. Jetzt dürfen die anderen nicht mehr ihre Setzkarten tauschen. Die dürfen noch kein Geld runternehmen. Sie dürfen entweder nichts machen oder erhöhen. Also ihre Wette einfach erhöhen, indem sie ein bisschen mehr drauflegen. Wie und wann man legt, kann natürlich beeinflussen, was der würfelnde Spieler denkt, was die anderen für Karten haben. Und das ist eigentlich, wovon das Spiel lebt. Wie schaue ich, wie versuche ich, den anderen irgendwas weiß zu machen? Wie versuche ich, durch im richtigen Moment oder im Moment zu setzen, den Würfelspieler irgendwo hinzubringen, wo ich ihn eigentlich haben will? Und irgendwann, wenn also der Wurf dann, wenn wir alle erhöht haben oder auch gepasst haben, man kann auch später dann erhöhen, wenn man gepasst hat, dann wird wieder aufgedeckt. Oh, Fehlwurf in dem Fall. Das heißt, jetzt sollte man auf Rache des Tigers gesetzt haben. Schauen wir mal, was der hier getan hat. Ja, das wäre jetzt zum Beispiel falsch gewesen. In dem Fall, wenn er falsch war, dann muss er sein Geld zurückgeben. Und zwar nicht in die Bank, sondern auf die oberste Safe-Card. Hiervon gibt es ein paar, die liegen am Anfang, werden die aufgebaut. Und die Safe-Card ist so ein bisschen so ein Countdown vom Spiel. Da gibt es pro Spielerzahl einen Betrag, der da draufsteht. Und wenn der auf der Safe-Karte liegt, also durch Verzocken, dann wird dieser Safe umgedreht. Das Geld kommt dann in die Bank. Und wenn die letzte Safe-Karte umgedreht worden ist, endet das Spiel. So, das ist im Prinzip alles. Wenn du jetzt aber gewinnst, also müssen wir auch schauen, was passiert, wenn ich gewinne. Das ist ausbezahlt. Natürlich, und zwar zu dem Verhältnis, wie es da steht. Ich habe 1.000 gesetzt, also kriege ich 1.000 aus der Bank dann bezahlt. So, dann haben wir noch ein paar Infos auf der Karte. Die oberen beiden sind vom Grundspiel, die unteren beiden von der Erweiterung, zu der wir gleich noch kommen. Hier steht, also die sind, das sind jetzt sozusagen die All-In-Bedingungen, dass man All-In spielen kann. Und zwar gilt es für Spieler, die wenig Geld noch übrig haben, und zwar maximal 1.000. Man hat also schon ein bisschen verzockt, hat noch 1.000 übrig, dann darf man beim Platzieren seiner Wette All-In gehen, egal welche Karte man wählt, setzt seine letzten 1.000 da drauf, sagt laut und deutlich All-In, und dann würde man, wenn man gewinnt, nicht die Quote von der Karte kriegen, sondern die Quote, die hier steht. Und die ändert sich natürlich, je nachdem, wie die Safe-Karten geschlossen werden, sodass dann ein bisschen Variation an dem Spiel entsteht. So, das war alles zum Grundspiel. Wenn einer 60.000 erreicht hat, gewinnt er und das Spiel endet. Oder wenn der letzte Safe umgedreht worden ist, natürlich auch der die meiste Kohle gescheffelt hat. Jetzt gibt es noch ein paar Leute, die sagen, ich hätte gerne noch mehr aufs Maul, noch mehr, ein bisschen mehr Interaktion. Genau, und für die Leute haben wir gleich noch eine sehr schöne Erweiterung dazu entwickelt, die das Spiel nochmal ganz anders macht. Chaos 11. Man hört schon am Titel, das ist eine Zusammensetzung zwischen dem Crazy Chow aus Hangover und Ocean's 11, also lauter Casino-Leutchens, die jetzt das Casino aufmischen. Vorher spielte das Ganze ja eher so in der Teestube oder im Hinterhof. Jetzt gehen wir ins Casino und haben eben 11 verschiedene Charaktere, die alles das machen, was man dann irgendwann gerne im Grundspiel machen möchte, nämlich den anderen zwingen aufzuhören, den anderen zwingen weiterzuspielen, seine Setzkarte tauschen, weil man merkt, irgendwie passt die nicht mehr, alles, was die anderen machen, wieder blocken mit Blockkarten, dann irgendwie all in mit allem Geld gehen und daran sich wiederum beteiligen. Also ganz verschiedene Leute, und diese stellt man sich am Anfang zusammen per Drafting, also 6 Karten ziehen, eine auswählen, 5 weitergeben, sodass man ungefähr weiß, was so am Anfang im Spiel ist, dass man darauf auch sein Team ein bisschen auslegen kann, weil man braucht immer eine Strategie, die man vielleicht fahren will, aber gleichzeitig muss man die anderen wieder abblocken können oder sich daran beteiligen können. Und die spielt man aus, gibt es dann verschiedene Zeitpunkte, wann man sie ausspielen muss, steht alles in den Symbolen auf den Karten, und was jeder kann, ist natürlich im Text erklärt. Eigentlich selbsterklärend. Die kann man auch während des Spiels ab und zu nachkaufen, immer dann, wenn Safe geschlossen wird, aber die sind sehr teuer. Ah, oh ja, das eine, kommen wir noch gleich zu einer Sache. Also, und also sehr, sehr witzige Sachen, mit denen man wirklich noch ein bisschen Tiefe reinbringen kann. Allerdings geht das Spiel interessanterweise schneller damit und nicht etwa länger, weil mehr Action ist, weil man kann schneller viel höhere Beträge hin, ja, und her schieben. Schneller einen zwingt, sozusagen Fehler zu machen. Genau, sodass eigentlich die Beträge rasch steigen und es noch kurzweiliger wird. Also wenn man noch schneller das Spiel machen will, Chaos 11, perfekt. Außerdem kann man sich noch Geld ausleihen beim Geldverleiher, wenn man sozusagen mehr Kohle haben will, um mehr zu setzen, um mehr zu verdienen. Da muss man allerdings relativ hohe Raten dann zurückzahlen, die stehen immer hier unten drauf. Was hier unten drauf sind, dann die Informationen. So ist das, wenn man bei unkoscheren Leuten Geld aufnimmt. Ne? So ist es, genau. Er sieht sehr freundlich aus, aber ihn gibt es nochmal als Charakter hier drin, wo er gleich mit ein paar Karate-Typen ankommt und
dann nicht mehr so nett daher. Genau, das sind im Prinzip alle Regeln, die es gibt. Es gibt, wie gesagt, diesen kleinen Erweiterungspack. Es gibt das Basisspiel Boulogne. Wo sind wir denn da preislich? Genau, jetzt hier auf der Messe haben wir natürlich einen Spezialpreis, sind wir bei 25 im Paket. Sonst werden wir Boulogne für 20 Euro, also 19,95 anbieten und die Erweiterung für 9,95 Euro. Deutscher Verlag, ich gehe davon aus, Anleitung ist auch in Deutsch. Anleitung ist in Deutsch, aber es ist zweisprachig, also Boulogne ist gleich Englisch und Deutsch. Mhm. Chaos 11 ist natürlich mit dem Text sprachenabhängig, daher gibt es eine deutsche Version und eine englische Version. Man hat also bei der Erweiterung nur eine Sprache dann, je nachdem, welche man bestellt hat. Jetzt haben wir ja den Fall, die Videos, die wir hier auf der Messe drehen, die kommen erst nach der Messe online. Wo können Leute das bestellen, wenn sie das Video jetzt sehen, nach der Messe? Natürlich bei uns auf der Homepage, apas-spieleverlag.de, aber auch im deutschen Handel. Wir werden über Spiel direkt und eventuell auch noch über einen anderen deutschen Großhändler vertrieben werden, sodass man uns auch im normalen Spieleladen bestellen kann. Alright. Ja, wenn es nicht da schon in dem Regal liegt. Noch eine Sache würde ich gerne sagen, ja. Und zwar was echt Schönes hier. Man ist nie aus dem Spiel draußen. Selbst wenn du mal pleite bist, wartest du einfach entweder, bis du wieder dran bist mit Würfeln und dann gibt es frische Knete und es geht weiter. Oder man darf sogar Deals mit den anderen abschließen und kann so wieder zu neuem Geld kommen. Also man ist nie aus dem Spiel draußen, was sonst ja bei so Wett- und Gambling-Spielen schon mal sein kann, dass du rausfliegst. Genau. Hier nicht. Weil du halt alles Geld oder alle Chips verloren hast. Genau, und du kannst dir durch Würfeln immer wieder neues Geld kriegen. Okay, dann danken wir dir vielmals für deine Zeit. Ich wünsche dir noch einen schönen letzten restlichen Messetag, nämlich den Sonntagmorgen. Danke, euch und, auch. Und freuen uns sehr, dich vielleicht nächstes Jahr wiederzusehen. Auf jeden Fall. Und mit irgendeinem weiteren Spiel, schätze ich mal. Ja, nächstes Jahr kann ich schon mal ankündigen, kommt eins von mir und Helge zusammen wieder raus. Ah, aber nichts mit so kleinen Kanonenkugeln, oder? Nee, das noch nicht. Oh, das Mann. Noch nicht. Leider. Da warten wir noch eine Weile drauf. Es ist auch kein komplexes Spiel. Wir fangen erstmal mit einem an, was so ein bisschen in die Reihe hier passt. Also okay. Wirklich eher ein breiteres Publikum. Haben aber auch schon ein komplexes im Hintergrund, das braucht aber wahrscheinlich noch ein Weilchen. Also nächstes Jahr, das was sicher rauskommt, passt so ein bisschen in die Familie. Jetzt kein Gambling-Spiel natürlich, das haben wir schon, aber auch eher einfach und witzig. Aber diesmal von Helge und mir. Ich bin gespannt. Okay, dann vielen Dank und dann bis nächstes Jahr allerspätestens. Ja, gerne. Vielen Dank. Ciao. Ciao.